Und damit wieder ein herzliches Moin Moin und Hallo, ich bin's wieder, der Bansola. Und ich begrüße euch zu meinem Let's Play von Super Mario Maker 2 auf der Nintendo Switch. Bereits angekündigt hatte ich das Let's Play in meinen Super Mario Maker 1 für die Wii U Let's Play angekündigt gehabt. Geht schon wieder los, egal, ich lasse das jetzt aber laufen. Ja, perfekt. Anschluss verloren. Hat das angekündigt gehabt, genau. Und wollte damit eigentlich auch ab August schon starten. Allerdings habe ich zu dem Zeitpunkt keine Videos mehr gemacht. Beziehungsweise ich war halt in dieser zweimonatigen, ich nenne es jetzt mal Pause. Oder fast zwei Monate. Ja gut, die paar Tage, die ja, brauchen jetzt, sind jetzt auch nicht so relevant. Ja, zurück zum eigentlichen Thema. Ich hatte es angekündigt gehabt und wollte es ja schon, wie gesagt, ab August starten. Ich wollte jetzt aber auch nicht mehr darauf eingehen, wieso, weshalb, warum ich so inaktiv war. Ich hatte das jetzt schon, glaube ich, in ein oder zwei, wenn nicht sogar drei Videos erwähnt gehabt, woran das lag. Und ich wollte das jetzt nicht nochmal hochholen. Na? Ja. Für all diejenigen, die Mario Maker nicht kennen, ich meine, wer soll das nicht kennen? Aber egal, ich erkläre es trotzdem. Super Mario Maker an sich ist ein Level-Editor, in dem ihr eure eigenen Mario-Level bauen könnt, sie mit Freunden teilen könnt oder sogar auf der gesamten Welt. In Mario Maker 2 wurde der Online-Modus natürlich ein wenig erweitert in Form des Mehrspieler-Modus. Also gibt ja nicht nur die Möglichkeit, Level hochzuladen, sondern auch man kann zufällige Level im Online-Modus miteinander oder gegeneinander online spielen. Der Online-Modus allerdings soll nicht so pralle sein, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob sich das über die Zeit geändert hat. Ich habe schon lange kein Online mehr gespielt. Also online gegeneinander oder miteinander. Vielleicht werde ich das auch in diesem Let's Play-Projekt mal machen. Aber ich würde mich jetzt erstmal nur hauptsächlich auf den Story-Modus konzentrieren, den es hier gibt. Das ist nämlich sozusagen das eigentliche Hauptding in diesem Projekt, die Story zu zocken. Naja, natürlich würde ich dann auch später den Online-Modus einmal anspielen und so weiter und so fort. Meine eigenen Level werde ich dann auch nochmal zocken. Und so weiter und so fort. Natürlich ist durch Mario Maker 2 sehr viel dazugekommen, aber auch einiges hat man leider weggelassen. Zumal die Event-Level hat man weggelassen, wo man Kostüme freischalten konnte, also so eine Amiibo-Kostüme. Das Amiibo-Feature existiert blöderweise nicht in Mario Maker 2 und was noch? Man hat das Spiel auf jeden Fall sehr, sehr schnell abgesägt. Das kommt auch nochmal dazu. Ja, das Spiel wurde auf jeden Fall auch sehr, sehr krass gut gehypt. Ich meine, als es in der einen Nintendo Direct vorgestellt wurde oder gezeigt wurde, war der Hype riesig. Viele Content Creator haben über 200, 300 Folgen versprochen und am Ende kam gefühlt wenig. Also der Hype war durch die Nintendo Direct da. Aber der ist richtig krass abgeflacht. Und da hat Nintendo halt sich gesagt, das Spiel werden sie absägen. Schade eigentlich. Ich hatte mich echt auf mehrere Spielthemes oder weitere Level-Themes per Update riesig gefreut. Naja, gut, man kann nicht alles haben im Leben. Es sind aber dafür noch andere coole Dinge dazugekommen, wie zum Beispiel Welten. Ja, ihr könnt auch sogar eure eigenen Welten erstellen, indem ihr da eure eigenen Level reinschmeißt, die ihr schon fertig habt. Und je nachdem, was ihr gebaut habt, könnt ihr dann so themenbasiert in diese Welten halt einfügen. Zum Beispiel eine Graslandwelt. Da habt, wenn ihr zum Beispiel Grasland-Level gebaut habt, könnt ihr die da einfügen. Wenn ihr Wüstenlevel gebaut habt, könnt ihr die bei euren Wüsten-Themen benutzen. Ja. Apropos Level-Themes und Spiel-Themes. Zu Mario Maker 2 ist unter anderem leider nur ein einziges Theme dazu gekommen. Das ist nämlich Super Mario 3D World. An sich gar nicht mal so
verkehrt. Macht auch richtig Laune, mit diesen Themen zu bauen. Natürlich gibt es auch wiederum andere Elemente, auch exklusive Elemente, die ihr in den anderen vier Standard-Themes nicht mit übernehmen könnt. Oder nicht mit, ja, oder nicht übernehmen könnt, genau, besser. Und ja, statt 6 Level-Themes gibt es jetzt 10. Und die haben auch sogar so einen Tag-Nacht-Wechsel, je nachdem, was ihr eingestellt habt auf euer Level, könnt ihr sogar das Level-Theme beeinflussen. Dieses Feature muss allerdings erst im Abenteuermodus freigeschaltet werden. Das kann ich euch blöderweise nicht zeigen. Was ich euch allerdings zeigen kann, ist der Baumodus. Allerhöchstens das kann ich euch zeigen. Ich meine, wir haben jetzt hier einen vorgefertigtes Level. Das ist Standard in jedem Mario Maker. Also Mario Maker Wii U, 3DS und ja, 2 halt. Nee. Das Gute ist, was ich wiederum richtig geil an dieser Version finde, ist, man kann jetzt per Knopf drücken die Level bauen, statt dieses riesige Gamepad, was wir da bei der Wii U hatten. Ja gut, statt, dass wir das da benutzen können, das können wir gar nicht auf der Switch benutzen, I know. Also anstatt halt so ein riesiges Gamepad in der Hand zu haben, können wir jetzt endlich mit einem Controller bauen. Warum hat man das eigentlich bei der Wii U nicht nachgepatcht? Was man allerdings nachgepatcht hatte, war Anfang, als ja Mario Maker 2 für die Switch rauskam, hatte man leider die Möglichkeit nur gehabt, im Handheld-Mode über den Touchscreen zu bauen. Also Knöpfe haben dementsprechend blöderweise nicht funktioniert. Schade. Aber man hat's nachgepatcht. Also auch im Handheld-Mode kannst du deine Joy-Cons an der Switch direkt steuern. Also die, den Editor. Ja, sonst hättest du die ganze Zeit ja mit einem Finger darum fassen müssen, um da ein Level zu bauen, oder mit so einem, heißen diese Stifte nicht, also die haben auch einen anderen Begriff. Also ich wollte gerade sagen Touchpen, aber in dem Fall, ich glaube Stylepen heißen die, ne? Weiß ich jetzt gerade auch nicht. So, genau. Wir haben jetzt hier das ganze Baumenü. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Spielthema. Da haben wir hier die 4 Standard-Themen aus den Vorgängern Super Mario Bros., Super Mario Bros. 3 World sowie New Super Mario Bros. U. Und das ist das Einzige, was dazugekommen ist. Schade eigentlich. Ich hätte mich echt noch auf Mario Land, Mario Land 2 oder noch Super Mario Bros. 2 gefreut. Aber naja, wie gesagt, man kann ja nicht alles haben im Leben. Aber naja. Was soll's. Joa. Hier, wie gesagt, können wir das Spielthema wechseln. Zum Beispiel in Super Mario World. Da nimmt es nämlich auch die Grafik von Super Mario World an. Sollten wir allerdings in Mario 3D World umswitchen, kommt nämlich eine Benachrichtigung, die sagt, wenn du zu diesem Spielthema wechselst, werden alle bereits platzierten Elemente entfernt. Möchtest du fortfahren? In dem Fall drücken wir mal kurz auf Nein. Das hat natürlich, wie gesagt, einen Grund, und das hatte ich gerade auch erwähnt gehabt, und zwar nämlich exklusive Bauelemente. Wir haben ja natürlich hier die ganzen Bauelemente. Es sind auch einige Sachen freigeschaltet. Neu dazugekommen sind ja halt diese Abhänge hier. Steiler sowie sanfter Abhang. Die Röhren kann man, by the way, jetzt auch ändern. Normalerweise kennt man ja die Röhre aus Mario Maker 1, die grüne halt, ne? Hier in Mario Maker 2 gibt es 4 verschiedene Farben und jede dieser Farben hat sogar eine andere Geschwindigkeitsstufe. Wenn wir jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt einfach mal ein Item, den Pilz, packen diesen Pilz hier rein, drücken auf Spielen, dann droppt der Pilz mit mittlerer Geschwindigkeit. Naja, obwohl, wenn ich mal ehrlich bin, das ist jetzt ehrlich gesagt ein schlechtes Beispiel mit den Item. Sorry, nehmen wir einfach mal einen Goomba, einen Gegner. Und sperren ihn mal kurz in diesen kleinen Kästchen ein. Also hier in diesem Bereich. So, wir sehen, da ist ein Goomba. Jetzt kommt ein zweiter. Das ist jetzt natürlich die Normalgeschwindigkeit.
Sollten wir die Röhre allerdings blau färben, kommen die Gegner langsam aus der Röhre raus. Also es ist langsamer halt. Bei der gelben jedoch ist das Spawnen der Gegner, sage ich das jetzt mal, deutlich schneller. Und wenn wir die rote nehmen, dann ist es volle Geschwindigkeit. Und das heißt, die Gegner kommen die ganze Zeit nachproduziert aus dieser Röhre gekrochen. Und ich sage euch eins, das wird kein Ende nehmen. Oder doch. Vorführeffekt. So. So viel dazu. Jetzt ändern wir allerdings mal das Spielthema. Oder vielmehr gesagt, Spielthema, das Levelthema. Und zwar nämlich in Wüste. Das ist auch eins der neuen Umgebungen, die wir in Mario Maker 2 bekamen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde dieses Theme richtig, richtig geil. Wir können das ja einmal kurz durchrennen. Ich liebe Super Mario World 1. Super Mario World 1 sage ich schon. Ich liebe Super Mario World. Das ist ein mega gutes 2D Super Mario. Auch speziell komponierte Musik gibt es hier. Neue Gegner sind auch dazu gekommen. Wie diese Galumbas. So wie ich das mal mitgekriegt hatte. So. Ganz cool gemacht. Goodie. Dann switchen wir mal in das Bonus-Spielthema. Und da wird auch wirklich jetzt alles geklärt. Also es ist, man muss es hier komplett von neuem anfangen. Und das ist, wie gesagt, das, was halt dazu gekommen ist. Hier gibt es auch 10 Stück an Umgebungen. Wie gesagt, exklusive Items. Oh, da haben wir die Geräusche. Hier haben wir zum Beispiel die Glasröhre. Die gibt es in den anderen Spielthemes nicht. Was haben wir noch? Genau, die Superglocke, Boomerangblume oder hier diese Boxen, wie die Kanonenbox, Propellerbox, Gumba-Maske, Kugel-Willi-Maske. Hier noch einige Gegner aus dem Super Mario 3D World Universum. Bosse. Noch ein paar andere Sachen, wie zum Beispiel ein Riesenkugel-Willi oder ein Förderband. Eiszapfen, Powerblock, P-Switch. P-Switch-Block oder die Warp. Ja. Na gut, ich will natürlich jetzt auch nicht so viel labern und direkt mit dem Story-Modus starten, weil wir haben jetzt hier schon 15 Minuten genug gelabert. Ja, so viel dazu. Es war ein hartes Stück Arbeit, aber endlich ist das Schloss fertig. Allerdings, nur dank deiner klugen Planung, Bauleiterin Toadette. Prinzessin Peach wird begeistert sein. Was ist los mit euch? Oh. Huch, welcher Halodri hat denn die Reset-Rakete rumliegen lassen? Ich war das ganz bestimmt nicht. Nein! Ey, nimm doch diesen Hund da von diesem Reset-Knopf runter. Anstatt da panisch rumzulaufen. Oh nein. Böser Hund. Hm.
Es ist einfach unglaublich. Das schöne Schloss für Prinzessin Peach. Wir müssen alles noch einmal bauen. Leider haben wir unsere kompletten Münzen aufgebraucht. Verzwickte Sache. Naja, ich regel das. Was? Du willst neue Münzen für uns sammeln? Das wäre auch natürlich eine Maßnahme. Mit deiner Hilfe werden wir das Schloss größer und schöner aufbauen als zuvor. Frag doch einfach mal Vorarbeiter Tod. Vielleicht kann er dir ein paar Aufträge zuschustern, bei denen du Münzen verdienen kannst. Ja, ja. Mario, ich habe auf einem Ohr schon mitgehört, was du mit der Bauleiterin besprochen hast. Während hier die Bauarbeiten liefen, haben wir parallel dazu Aufträge aus aller Welt erledigt. Die damit verdienten Münzen haben wir den Bau von Prinzessin Peach... Ich hasse das Zungenbrecher hier, verdammt. Die damit verdienten Münzen haben wir den Bau von Prinzessin Peachs Schloss finanziert. Aber wenn du dich ab jetzt darum kümmerst, haben wir die nötigen Münzen sicher 100-mal schneller zusammen. Okay, sieh dir mal diesen Auftrag von Goomba-Fan an. Die meisten Kunden verwenden Pseudonyme. Ich stelle da nicht so viele Fragen, solange sie die vereinbarten Münzen springen lassen. Joa. Was? Aber ich will mich mal kurz umgucken. Die hier sind erstmal fett enttäuscht. Oh Mann. Und dafür die ganze Arbeit? Blöder Hund. Wenn ich den Rückgängig-Hund erwische, dann reiß ich ihn in... hi Mario. Was möchtest du? Der steht neben dir, wenn du ihn auseinandernehmen willst. Da. Verklopp ihn. Los. Da ist er. Also den hätte ich schon längst in so eine Käfigbox gesteckt. Obwohl, warte mal, ist ja der... Ah, ne, ist ja der rückgängig Hund. Er kann es ja halt rückgängig machen. Egal, vergiss das, was ich sagen wollte. So, wir reden mal mit denen. Ey, du blöder Hund. Wuff, wuff. Wuff. Wo ist denn der Knopf hin? Ich will noch einmal drücken. Das wirst du ganz sicher nicht. Sonst stecken wir dich in einen Katapult und dann lassen wir dich erstmal eine ordentliche Runde durch die Luft sausen, Mann. Na gut, gehen wir mal wieder zum Vorarbeiter Toad. Erfülle fleißig Aufträge, sammle viele Münzen und schon bald werden wir über das ganze Missgeschick mit dem Schloss lachen. Okay, sieh dir mal diesen Auftrag von Goomba-Fan an. Ach so, der gleiche Dreck. Entschuldigung, der gleiche Kram. Ich habe ein Level voller Goombas gebaut. Wer sich den Lohn verdienen will, muss nur das Ziel erreichen. Kleiner Tipp, wenn es bergab geht, bewege den linken Stick nach unten, dann haben die Goombas nicht mehr viel zu lachen. Liebe Grüße, Goomba-Fan. Viel Erfolg. Let's go. Ja, der erste Part wird natürlich erstmal ein bisschen lang werden. Ist aber normal für den ersten Part. Also es sollte jetzt natürlich jetzt nicht so langweilig sein. Ich meine, es ist Mario, ne? Oder mehr gesagt Mario Maker. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Mario Maker ganz cool. Der zweite Teil hat halt sehr, sehr viele Neuerungen. Und ja, auch wenn dafür viel weggecuttet wurde, wie zum Beispiel, was ich ja erwähnt hatte, das Amiibo-Feature, das ist jetzt auch mal Schwamm drüber. Ne? Was ich nochmal vergessen habe zu erwähnen, ist, dass ihr Level bauen könnt mit gewissen Zielvorgaben. Und das ist natürlich wiederum das richtig, richtig Coole, dass man... ja, wie gesagt, Level bauen kann, wo man ein gewisses Ziel erfüllen muss. Zum Beispiel, renne mit einer Feuerblume ins Ziel. Ah, fuck.
Warum habe ich das jetzt gemacht? Ja, erstes Level und erstmal direkt blöd gestorben, ey, perfekt. Das kommt in dein Best-of rein, Alter, aber sowas von. Ja, wie gesagt, ne? Und das macht dann halt wieder so Level, also die Level halt ein bisschen interessanter. Man hat halt ein bisschen mehr zu tun. Aber ich renne da jetzt einfach drüber, mir jetzt Rille. Oh. Ja, dieser Effekt, der ist auch ganz schön nervig, muss ich echt mal sagen. Egal. Ab ins Ziel. Ja, und davon habe ich natürlich auch noch so einige Level bei Mario Maker 2 gebaut. Die Baumeister-ID werdet ihr natürlich auch wieder mal in der Videobeschreibung finden. So, den ersten Lohn haben wir einkassiert und einige Münzen schon gesammelt. 38 Stück. Bring deine gesammelten Münzen am besten sofort zur Bauleiterin. Das Fundament also. Ah, da bist du ja wieder, Mario. Lass mich raten, du hast bestimmt schon einen Batzen Münzen verdient. Ja. Weiter so, Mario. Gut, dann wollen wir mal diese Münzen mal einsetzen, um das Schloss wieder aufzubauen. So, du wählst jetzt das Fundament aus und die Jungs machen sich an die Arbeit. Na dann. Kann der Bau beginnen? Klar. Alles klar. An die Arbeit, Leute. So. Hier haben wir natürlich die Bauschritte und dafür müssen wir 2 Level spielen. Die Arbeiten am Fundament sind damit im Gange. Geh nur und kümmere dich um deine Aufträge. Wir liegen hier in der Zwischenzeit nicht nur auf der faulen Haut. Außer wenn du weg bist. Je mehr Kohle du anschleppst, desto schneller geht es hier voran. Jo. Es gibt 3 neue Aufträge. Toad, was hast du für mich? Ja, hi Mario. Ich habe ein paar neue Aufträge für dich. Aber vorher ein kleiner Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Und alle so, yeah. Jo. Du kannst Aufträge auch mehrmals erfüllen. Den Lohn erhältst du zwar nur einmal, aber im Level gibt es jedes Mal wieder Münzen zu finden. Das war auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Ich muss das unbedingt mal mit der Stimme beibehalten. Irgendwie. Aber schau dir mal die neuen Aufträge an. Die Ein-Ausschalter-Feldforschung. Der Ein-Ausschalter. Niemand weiß, wie er funktioniert. Drahtlose Übertragung, schwarze Magie. Erreiche das Ziel und ich werde dich reich entlohnen. Dieser Ansatz klingt irgendwie schon so ein bisschen wie Faktor X, Alter. Oder X-Faktor, wie diese Serie hieß. Eieiei. Mit diesen Mythen. Dr. Wunderlich. Na dann wollen wir mal loslegen. Ja, pass auf dich auf. Oh, Super Mario Bros. 1. Der Sinn eines On-Off-Switch ist ja eigentlich schon leicht erklärt, oder man sieht's ja schon. Da muss ich ja eigentlich nicht viel erklären. Außer nur einen sagen. Ist er an? Sind die roten Blöcke aktiv? Ist er aus? Sind die blauen Blöcke aktiv? Da kann man auch einige Rätsellevel mitbauen. Das ist richtig Hammer. Ach, warte mal, ich will den Kettenhund. Blub! So geht's auch. So kann man auch einen Kettenhund erledigen. Und tschüss. Auf jeden Fall ein paar Münzen einkassieren, damit wir schön zu Geld kommen. So, was kommt da jetzt raus? Ein One-Up-Pilz. Blup. Nice. So geht's auch. So, hier müssen wir anscheinend rein. Oder sowas zum Beispiel kannst du bauen, um an gewisse Items ranzukommen. Auch ganz cool. Tja, dann weiß ich ja, was ich mal wieder bauen werde.
So, durch da! Attacke! So, hier kann man auch so eine richtig coole Mechanik bauen. Oh, ich wollte da durch. Aber nochmal zu den Online-Modus selber, zumindest Online-Level. Ich muss ganz ehrlich sagen, diese ganzen Level sind zugeballert mit irgendwelchen Speedrun-Level oder Automatik-Level. Also es gibt nicht so coole Level zu zocken, als es bei Mario Maker 1 der Fall war. Das ist mir aufgefallen. Und ich habe den Online-Modus hier in Mario Maker 2 aktiv mitgespielt. Ich bin eher so für klassische Level. Ich denke mal, wir werden jetzt noch schnell das Fundament fertigstellen lassen und dann würde ich sagen, dann beende ich die Folge, würde ich mal sagen. Weil sonst ist es ja zu lang. Obwohl knapp 15 Minuten Gequatsche und knapp 15 Minuten Gameplay, das ist doch auch blöd. Naja. Aufträge zu vergeben. Wer will noch mal? Wer hat noch nicht? Willkommen in 3D World. Yeah. Ich habe in meinem Garten ganz viele süße Bäume gepflanzt. Möchte nicht irgendjemand mit Hilfe von linken Stick nach oben auf meine Bäume klettern? Und das Ziel erreichen? Auf die Piranha-Pflanzen kann man ruhig drauftreten. Das ist nur Unkraut, Jüngelchen. Die Gärtnerin. Viel Spaß da draußen. Naja. Willkommen in 3D World. Ja, eher so 2,5D. Auf jeden Fall. Also nicht direkt 3D. Aber trotzdem cool, dass sie hier sowas reingeschmissen haben. So. Ab in den Untergrund. Mal schauen, was wir da finden. Yeah. Erwischt. Hier können wir übrigens auch hochkraxeln. Wenn man diese Plattform aufbaut, kann man, wie gesagt, dann damit den Katzen-Mario da so hochkraxeln. Oder hochklettern, wie auch immer. Nenn es, wie du es willst. So, einmal. Zack. Und... Arschbombe. Den Gegner. Yeah. Erstmal hier alles auseinandernehmen. Und ich schieb dich mal runter, ganz diskret. Yeah, so einfach. Willst du jetzt von mir, Alter? Einmal draufstampfen, hochklettern und das Ziel erreichen. 110 Münzen. Nice. Joa, das eine Level machen wir noch mit. Und das Fundament ist fertig. 210 Münzen. Nice. Und das Fundament ist fertig. Fundament fertiggestellt. Yeah. Fertig. Ja, das Fundament ist fertig. Und es ist noch größer als das alte. Bei dem Anblick bekomme ich fast Herzrasen. Es ist so unberührt und voller Möglichkeiten. Fast wie mein Herz. Dann machen wir uns mal an den Bau des eigentlichen Schlosses. Womit sollen wir anfangen? Ja, das ist natürlich auch sehr kostspielig. Ich würde mal sagen, wir fangen mit den Westflügel an. Kann der Bau beginnen? Klar. Alles klar, an die Arbeit, Leute. Der Spaß kostet sogar 400 Coins, ey, Wahnsinn.
Die Bauarbeiten am Erdgeschoss des Westflügels haben begonnen. Der grüne Tod zeichnet dort verantwortlich. Gut. Los, es warten noch weitere Aufträge auf dich. 5 neue Aufträge. Ja, hi Mario. Es warten auf dich ganz viele neue Aufträge. Aber vorher noch ein weiterer Profi-Tipp vom Vorarbeiter. Du wirst begeistert sein. In der Auftragsliste kannst du mit L und R drücken, um umzublättern. Drücke Y, um nur noch nicht erfüllte Aufträge anzuzeigen. Das war auch schon alles, was ich dir sagen wollte. Und jetzt hol uns ein paar Münzen. Sieh dir mal die neuen Aufträge an. Die haben uns hier förmlich zugespammt. Ja, die unbarmherzige Wüstensonde, das ist, glaube ich, einer der ersten Aufträge. Und die hier sind dann die nächste Welle. Die werden wir allerdings im zweiten Part spielen, außer diesen hier. Den würde ich auf jeden Fall noch gerne spielen. Und dann reicht das auch erstmal. Die unbarmherzige Wüstensonne. Ach je. Ach ja. In der Wüste steht uns heute ein wolkenloser Himmel bevor. Es ist mit geradezu aggressiven Sonnenschein zu rechnen. Besucher sollten sich also mit einer eher dicken Schicht Sonnencreme schützen oder alternativ einen Propellerpit schnappen und mit R in höhere Sphären ausweichen. Die Meteorologen. Gott. Viel Erfolg. Ja, hier haben wir nämlich diese Angry Sun, die man aus Super Mario Bros. 3 kennt. Hat ja auch ein ziemlich ja, eigenartiges Design. Da kommt sie. Na, hier erstmal so ein Goomba. Fallschirm. So, hoch da. Und runter. Wenn uns dieses Teil trifft, verlieren wir auf jeden Fall unseren Power-Up. Und darauf habe ich ehrlich gesagt wenig. Wow, Alter. Oh, hier ist eine 10-Coin. Her damit. Oh, Alter, mach einen Abflug. Eine 30-Coin. Meins. Und wir sind durch. Ja, lief doch super. 99 und durch den Auftrag die 150. Sehr gut. Und der Westflügel braucht 3 Arbeitsschritte. Zumindest 3 Level müssen gespielt werden. Ja gut, also dann Leute. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin gefallen. Wenn ja, lasst es mich doch mit dem Daumen nach oben wissen. Den Channel abonnieren, um nichts zu verpassen. Schaut auf jeden Fall bei meinem Kanal vorbei für weitere Projekte. Ich habe den Kanal, wie ich ja schon in meinen Status veröffentlicht hatte, schon gesagt gehabt. Sprachfehler on point auf jeden Fall. Also nochmal. Ich habe meinen Kanal umstrukturiert. Das hatte ich auch schon in meinen Status veröffentlicht auf meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr jetzt bei sämtlichen Projekten vorbeischauen, wie unter anderem laufende Projekte wie Freedom Planet 2, Sonic the Hedgehog 2, Destiny 2, Stardew Valley, Minecraft Xbox 360 Edition. Ja, es sind mittlerweile 6 Projekte am Laufen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.